Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Amazonit. Der Emo-Part sollte jetzt vergessen sein. La la la. Ich habe jetzt bald meine Fahrprüfung. Hey, okay, egal. Interessiert keinen wann, interessiert keinen wie, interessiert keinen... vielleicht sage ich dann mal, ob ich bestanden habe oder nicht, falls es irgendwen interessiert. Ach, ach, ist ja egal. So, mein Aschkümmel ist vorne. Was macht er da? Ich weiß gar nicht mehr, wer es als erstes Pokémon kam, wenn ich ehrlich bin. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. 2, 3 Wochen oder so, ich weiß nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall... keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Ich schätze mal, mein Schatz bleibt an erster Stelle. So, wie es sich gehört. Und ich versuche jetzt einfach nochmal das Häuschen. Ach, genau. Ja, Aschkim. Ich versuch mal, ja. Oh, oh, oh. Doch, ey. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass er das schafft. Okay, jetzt kommt Geradax. Das ist perfekt für meinen Maggie. Maggie. Intensität. Ja. Und nochmal Intensität. Jawohl. Okay, das ist jetzt auch down. Oh, mein Arschkümmer reicht Level 36 und plus 3 Angriff. Ja, sehr wichtig für ein Enteron. Ich freue mich schon, wenn mein Schatz dann endlich mal Surfer hat und andere komische Sachen. Oh, meine Güte, bist du aber jung. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt auch an der Uni. Aschkim, es tut mir leid. Oh, du kannst sogar noch was machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Blättertanz. Ich bin jetzt an der Uni. Ja, also ist nicht wirklich schön. Ich muss sagen, ich verstehe überhaupt nichts. Die Menschen kennen sich irgendwie alle untereinander und wirklich reden kann ich da mit keinem, weil ich irgendwie mit keinem auf einer Wellenlänge bin, weil die alle über Mathe reden. Ich stand da meiner Gruppe, ich so, ja, bla bla. Er wollte, also ich habe erstmal nichts gesagt, so, ne? Und dann, die so am Reden, Integral und oh, was haben wir damals alles in der Schule gemacht und das war alles so, ach ja, und Mathe hier, Mathe da und dann haben wir das gemacht und die sich so, boah, reden die auch mal was anderes als über Mathe, ne? Und dann, ich habe gewartet. Ich stand so, irgendwann habe ich dann gesagt, ich so, Leute, wollen wir mal ein anderes Thema so anstellen? Die gucken mich so voll unglaublich an. Anderes Thema, was ist das denn, ne? So neben mir höre ich so, welche über mir, aber also ein Jahrgang oder 2 oder 3 Semester, Jahrgänge höher. Ja, zocken hier. Ich so, oh, warum bin ich jetzt nicht in dieser Gruppe? Warum? Ich höre sowieso total viele, die immer irgendwie sagen, ja, na, was mache ich jetzt? Ich hoffe einfach mal, dass Matschkugels Toxin trifft. Ich höre mal so, ja, zocken und dann habe ich das gemacht und hier Magicka hat jemand letztens geredet an einem Bahnhof. Ich so, oh, ich will mitreden. Ich zück so mein Gamescom-Bettchen so ein bisschen. Der eine guckt so drauf. Ich so, ja. Und dann guckt er wieder weg. Ich so, oh, nein, ich will mitreden. Aber ich kann ja auch nicht so, ich weiß, ich traue mich nicht, diese Leute dann anzusprechen, weil irgendwie kommt das ja dann schon bisschen creepy rüber, oder? Wenn ich dann so sag, ja, hey, ich zuck auch, ich weiß, ich finde das irgendwie immer komisch. Ja, aber gut predicted, ne? Ja, ich weiß. Und er macht jetzt bestimmt irgendeine Feuerattacke, aber das ist mir egal, ich greife einfach mit Flügelschlag an. Boah, guck mal, wie ich es wusste. Scheiße, Zorin ist tot, ich brauche die doch noch. Warum habe ich nicht in jemand anders gewechselt? Also manchmal verstehe ich mich selber nicht, sorry, Leute. Ach, egal. Ja. Und dann stehe ich da halt so am Bahnhof, voll, forever alone. Und ich finde einfach keinen, mit dem ich über so Sachen reden kann. Irgendwie, weiß nicht, die reden alle über Schule und sowas. Also bei mir zumindest. Und wenn ich andere sehe, dann reden immer coole Sachen und ich denke nur, ich möchte mitreden. Und ich habe nur so Kackteile und... Das ist schon ziemlich scheiße. Schlaf, Bruder. Ja, Baby, tot. Bisa, du musstest deine Flingklaue aktivieren. Ach Mann. Was mache ich jetzt? Auf jeden Fall brauche ich mein Matchkugel. Weiß nicht, was mache ich jetzt? Ich könnte Intensität machen, aber Erdbeben killt jetzt alle meine Pokémon. Ja.
Tut es. Danke. Wirklich vielen Dank. Tschüss. Okay, ich schaffe das nicht wegen diesem Mediti. Das ist ziemlich behindert. Jetzt habe ich 5 Minuten daran verschwendet. Das tut mir wirklich, wirklich leid, Leute. So, mein Schatz behält auch den EP-Teiler noch ein bisschen. Ne? Ja, tut ihm ganz gut. Tutti frutti. Und dann wollen wir jetzt mal hier hochgehen. Und dann da links. Und dann hier hoch. Und dann kommen da ganz viele Pokémons. Und das ist mir egal, weil mein Arschküm kann fliehen wie ein Weltmeister. So. Und... Nein, gegen dich kämpfe ich sicher nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Trainer das war, mit welchem ich so Probleme hatte. Ich laufe einfach nach links. Wait, einfach nach links. Haben meine Pokémon geheilt? Ja. Hab ich meine Pokémon geheilt? Pandi Level 35? Nein. Beborax. Oh, Beborax, cool. Ich laufe einfach mal an allen Trainern vorbei, wie ich kann. Also ich bin ja richtig gut jetzt. Ich möchte einfach nur mal kurz in links ankommen. In Laubwechselfeld. Ist das da links? Laubwechselfeld? Ja, ich hoffe mal. Weil ich will unten auf die Route. Boah, das Bonita sieht irgendwie cool aus hier. Nein! Arschküm! Flieh! Flieh! Ich kann nicht mehr fliehen. Kann ich auswechseln? Nein. Arschküm, nein! Arschküm, nein! Los, Kratzer, Kratzer, Kratzer. Oh, Volltreffer. Das gibt es doch überhaupt nicht. Maggie, du musst jetzt meinen Arschküm rächen, kapiert? Danke. Mann. Nein, jetzt laufe ich schon wieder um. Mein Herz bricht, ich kann es nicht fangen. Okay, das ignoriere ich da mal. Boah, ich weiche hier geschickt allem aus. Ah, Ponita, verarsch mich doch nicht. Och, Bisa. Ja, dann stirb. Nein. Nein! 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 Gena. Nom. Oh, hat gar keine Wirkung. Ich wusste nicht mal, dass es keine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann schlaf mal. Schlaf. Gut. Intensität. 4. Wow. Wie wäre es mit noch weniger? Hey, 4. Mann, du bist doch so ein Hurenvieh, ey. Scheiße, was mache ich jetzt? Matschkugel, du musst mal raus. Raus. Gainer. Oh. Ja, jetzt musst du einschlafen. Bei Amnesie. Pff, bringt eh nichts. Ja, und jetzt Zorin? Nee, Anti. Nee, Moment. Doch. Nein. Stirb. Ach, Mann. Ich muss aufpassen. Oh, nein, es ist paralysiert. Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Matschkugel, du musst sterben. Stirb mal. Oh Gott, das könnte jetzt... Ah, oh, das kann Erdbeben. Oh, gut. Zorin, bitte enttäusch mich jetzt nicht, ja? Was mache ich? Oh. Nein, das ist nicht effektiv. Oh, oh mein Gott, bin ich behindert. Ey, nee, jetzt muss ich da wieder hoch und wieder die Scheiße. Ich glaube, alles war nicht sehr effektiv, oder? Was ich da an Attacken hatte. Ja, was soll's. Okay, wieder hoch, wieder hoch. Wieder links, wieder links, wieder links. Mhm. Arschküm, flieh. Gut, alles sauber. Mann, hier sind so viele Pokémon. Das gibt es überhaupt. Nein! Oh. Ich weiß nicht, ob ich die schon bekämpft habe, deswegen war ich gerade ein bisschen. Herzinfarkt. Ey, das gibt's überhaupt nicht. Zu viele Pokémon. In der Gegend. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Oh, Ponita, wenn du mich jetzt nicht fliehen lässt. Danke. Ja. Ja! Boah, da bin ich auch noch durchgekommen. Jawohl! Oh, oh, heilen, heilen, heilen. Jetzt spawn ich immer hier. Oh, gut. Jetzt muss ich nie wieder da unten hin. ADF. So. Ja. Und jetzt? Ja, und du? Habe ich noch überhaupt Geld oder so? Ne. Geld? Was ist Geld? Ich krieg kein Geld. Route 114, aha. Ah, du hast Brüller. Danke. Dankeschön. Dreh dich mal nicht zu mir. Jetzt gucke ich mal kurz, was es hier für Pokémon gibt. Lombreros. Wablu. Wäre eine gute Alternative für Zorin, aber ich habe gesagt, ich behalte Zorin auf jeden Fall im Team. Und irgendwie gibt es hier die Pokémon, die es auch normal gibt. Kann das sein?
halt noch auf einem anderen Level. Weiß nicht, Bablu und Lombrero. Das ist wirklich eine krasse Auswahl. Oh, Porygon. Oh, ich mag Porygon nicht. Sieht auch schon ziemlich komisch aus. Na gut. Maschkum. Tja, dann tausch mal kurz den Platz mit meinem Visa. Du hast ja eh den Epiteller auf dir drauf. Und gucken wir mal, was. Ja, das war gut. Oh, okay, das war gut. Was ihr Blatt. Oh, oh. Isa. Nein. Isa. Okay, keine Paralyse. Okay, anscheinend kann das Vieh nichts gegen uns machen. Alles klar. Das ist natürlich. Okay, Kapaloris. Zu reden. Ja. Ich habe gelernt. Das Flügelschlag. Das lasse ich nicht mit mir machen. Warum zieht das so viel? Warum zieht das so viel? Okay. Anti, du darfst absahnen. Zack. So, mein Aschkönig kriegt auch immer schön EP. Das finde ich gut. Weil er braucht unbedingt ein paar Levels. Levels, weil er ist vor allen Dingen. Er muss unbedingt Hydro-Pumpe lernen, damit ich irgendein Wassermove habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann er das erlernt. Ich habe das total verdrängt, aber. Ich spreche mal den Angler mit Lisa an. Mal gucken, was der Angela. Ach du Scheiße. Schlafbruder geht natürlich daneben. Danke. So. Und jetzt Anti. Zeig diesem Garados, wo der Funkensprung hängt. Nämlich in seinem Gesicht. Ja. Was? War mehr? Welser. Ups. Hoppala. Das war wohl ein bisschen Fail, ne? Ja, Anti. Ich würde mal sagen, das setzt Erdbeben ein. Erdbeben ein. Erdbeben ein. Kaskade, alles klar. Habe ich gut predicted. Aus Versehen natürlich. Was? Ich muss mal lesen. Ah, Gold King, alles klar. Und ich werde immer gefragt. Oh, Bauschnabel. Alles klar, okay. Ich werde immer gefragt, ob. Wie ich das so speede, dass. Ohne dass es laggt. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das Speeden geht über die CPU. Über RAM, ich weiß nicht, eins von beiden, keine Ahnung. Und wenn das halt schlecht bei euch ist, dann ist das halt so. Ich weiß nicht, wie das ohne Laggen geht oder ihr habt irgendwas falsch eingestellt. Auf jeden Fall, ich habe den Emulator einfach gedownloadet und dann habe ich es so gelassen, wie es alles ist. Und speeden kann man auf Leertaste, normal. Ich habe es auf C gestellt, weil meine Leertaste kaputt ist. Aber sonst, ja. Ja, so geht das halt, ne? Und dann pflücken wir noch die Beeren, wo ich keine Ahnung habe, was das macht. Ich kein blassen Schimmer. In den nächsten Tagen wird auch wieder mehr Amazonit kommen, weil ich das so will. Und weil ich nur noch ein Part Armageddon auf Lager habe und den möchte ich euch noch ein bisschen vorenthalten. Und da habe ich jetzt. Ja, nee, das will ich auch nicht. So. Du machst mal Konfusion, Aschkum. Wenn ich jetzt Pech habe. Nein. Nein, Aschkum, nein! Okay, Zorin. Mhm. Auf jeden Fall, alles klar. Mein Geowatz kann auch immer Donnerblitz. Das ist so klar. Das ist doch alles darauf, damit das bloß weg ist. Nein, das lebt ja noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, Matschkugel, was machst du da mit mir? So, das ist tot. Puh. Meine Matschkugel macht Faxen. Rankenhieb. Ja, ja, mach du, Mann. Okay, dann sind die. Irgendwie erscheinen die Trainer mir hier leichter als auf den anderen Routen, weil die immer Kamerupts hatten. Gegen Kamerupt habe ich einfach nur nichts. Noch nicht. Noch nicht. Ihr werdet schon sehen, mein Aschkum wird noch mega gut. Noch ist er jetzt zwar, wie ihr gesagt habt, das Opfer des Teams, aber nicht mehr lange. Das weiß ich. Ja, und Welser. Oh, das ist gut. Bam. Nein, das ist schlecht. Warum bin ich trotzdem schnell? Ach, die Flinkklaue. Okay, das klärt so einiges. Und Lisa hat das locker geklärt. Und jetzt muss ich wieder den Rahmen einbauen. Ja, Switch.
Ja, ich mache das gerne mit den Rahmen. Für mich ist das Projekt, wie gesagt, was Besonderes. Und mir macht das überhaupt nichts aus, diese Arbeit. Also ich mache mir die Arbeit gerne. Und ich habe es mir auch freiwillig so gemacht. Scheiße, und ich wollte den Doktorkampf nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich habe das Gefühl, ich sollte erst jemanden einschläfern. Und das ist das Velsa. Und mein Aschküm macht jetzt eine Nein, macht einen Kratzer auf Velsa. Oh. Ach man, warum können die alle was gegen meinen Aschküm machen? Und warum hat Bisa nicht getroffen? Das stört mich. Jetzt hat er Donnerwind. Maggie? Nein, das war schlecht! Nein! Oh, okay, alles klar. Oh, chillig. Gut, dann Rankenhieb und ja, Steinwurf. Ja. Ey, hab ich ein Glück, dass der nicht. Warum hat er das nicht gemacht? Steinwurf? Kennst du? Ach so, ich penne ja. Ich penne ja. Hab ich da gerade einen Feuerschlag gesehen? Oh mein Gott. Ich könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Ja, das könnte wirklich gut möglich sein. Dass ich jetzt ins Gras beiße. Jawohl. Und ein Volltreffer in mein Gesicht rein. Bisa, könntest du bitte wieder aufwachen? Das wäre echt nett. Okay, dann nicht. Ich habe ja nur gefragt. Und viele meinten, ich heile unnötig oft oder beziehungsweise spiele manchmal ein bisschen. Mann, das gibt's doch nicht. Merkwürdig. Leute, ich spiele so, wie ich das möchte. Und ich spiele so und ich habe so Erfolg. Also ich habe bisher alles so geschafft, wie ich spiele. Und ja, das war nicht negativ. Und warum? So. Komm, das schaffe ich jetzt. Ja. Einfach alles draufklatschen. Der kann eh nichts mehr gegen mich machen. Los! Ihr schafft das beide! Ja! Vielleicht sollte ich Rückzug machen. Ich wusste gar nicht, dass Tangolist so viel aushält. Glaube ich auch nicht. Also eigentlich ja nicht. Aber ich hatte halt kein Feuer-Pokémon. Kein Feuer-Pokémon, Leute. Das tut mir im Herzen weh. Ich liebe Feuer-Pokémon. Und Elektro-Pokémon. Aber das ist egal. Wir machen ein bisschen wir machen nämlich ein paar da unten auf dieser unten Route da weiter. Und wenn mein Aschküm Wasserattacken kann, gehen wir da auch rechts, die Trainer alle machen. Und dann werdet ihr sehen. Boah, dann geht's ab. Bis dahin.